Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Albina Dvorces, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und heute ist der Teil 3. Wie zeichne ich eine Orchidee und wie bemale ich die mit Aquarellfarben? Ich benutze die Aquarellfarben, das ist St. Petersburg, das ist so eine Nivea sozusagen Farben. Die mag ich sehr und die sind sehr strahlend in meinem unter dem Video findet der Link dazu, die könnte man das überall bestellen. Ich habe mit diesen Farben schon immer gemalt und ich habe verschiedene verglichen und die sind in meiner Welt von Preis-Leistung-Vergleich die besten. Heute werden wir diese zwei Blumen zeichnen, die weißen Orchideen, in Aquarelltechnik. Und was werden wir gebrauchen? Aquarellfarben, Pinsel. Ich habe die Pinsel Nummer 6 und wie gesagt, in Teil 1 und 2 könnt ihr sehen, im ersten Teil haben wir die Blume gezeichnet und im zweiten Teil habe ich so ein bisschen gezeigt, wie kann man eine Blume ausmalen, Blätter und so ein bisschen spielen. Und heute werden wir diese zwei Orchideenblüten ausmalen. Da draußen, wie ihr hört, singen die Vögel. Ich finde das faszinierend. Der Frühling ist da. Und wünsche euch viel Spaß beim Malen. Und wir haben gestern folgende Farben benutzt. Das war English Rot, das war Cadmiumgelb. Wir hatten Obstala, Kobaltblau. Und wir haben noch eine dunklere Farbe, Umbra gebrannt. Genau, Umbra gebrannt. Auch benutzt so für ein bisschen Kontraste. Ja, und in die Mitte hat meine Orchidee so eine Farbe, das ist so ein bisschen englischrot und nach außen geht das so ein bisschen gelb-grünlich. Wir werden heute auch noch dieses Intensivgrün, dieses Maigrün benutzen. Wenn wir die beiden Farben zusammenmischen, haben wir schönes Gelb-Grün-Ton und das werden wir in die Mitte reinsetzen. So, Pinsel. Waschen. Ich empfehle immer zwei Becher. In einem Becher wasche ich die Pinsel mit sauberem Wasser. Male ich immer. Das ist super praktisch. Dann bleiben die Farben super leuchtend und super sauber. Und ich fange auch heute mit der Mitte. Dann nehme ich ein bisschen von English Rot. Richtig so pure, saubere Farbe. Und ich gehe heute rein in diese Mitte. Ich male von links nach rechts, weil ich bin Rechtshändlerin. Und sonst verschmiere ich da, ja. So, und die Mitte von der Blüte ist so gebaut. Wir haben hier so dieses, diese zwei, naja, wie heißen die? Also wie der, wie die Zunge, ja. So die, das sieht man nicht so stark. Ich würde das jetzt so betonen. Aber bevor ich das betone, weil die sind so ein bisschen grünlich, mache ich in die Mitte bei diesen zwei Blättern diese ein wenig dunklere Mitte. Ich nehme jetzt, das ist hier alles trocken, ich nehme jetzt Serviten, dann lege ich meine Hand da drauf, dann ist das auch so ein bisschen bequemer zu malen. In die Mitte von der Blüte, hier hatten wir das nicht gesehen, aber hier sehen wir, dass es so wie kleines Herzchen sozusagen. Das ist so der Stempel von Orchidee, ja. Das sieht so wirklich so wie kleines Herzchen aus, ja. Und je nachdem, was für Orchidee wir haben, gibt es so verschiedene Muster da. Bei meinem zum Beispiel gibt es da so kleine, das ist so wie kleine Streifen, die kann ich da auch so ein bisschen ziehen, so ein bisschen machen. Das ist so diese Mitte und von da geht es auch noch ein kleiner Strich nach vorne. Ja, und das ist so ein bisschen heller. Und so gehen wir langsam zu dieser Zunge sozusagen nach vorne. Ja, hier betonen wir das auch noch ein bisschen. Und hier an die Flügel, an die Seite, haben wir auch so ein bisschen von diesem Englisch-Rotton. Da auch. Abwaschen, ein bisschen abtrocknen. Und dann können wir das nach oben leicht verwischen, weil das ist nur so im unteren Teil und das sieht so ein wenig wie,
Ja, so die Streifen gehen. Bei diesem Blatt sieht man das jetzt. Da haben wir das nicht gesehen, aber hier sieht man, dass es da so ein bisschen Streifen nach oben gehen. Dann wasche ich meine Pinsel und nehme jetzt ein bisschen von diesem grünen Ton, vermische ich das mit Cadmiumgelb zusammen. Und hier nach vorne bei dieser Zunge, dann kommt dieses so leichte Maigrünton, so in die Mitte. Ja. Und dann geht es auch mit diesem Ton nach oben. Und da wird oben ein bisschen heller. Und dann mache ich die beiden Zungen nur leicht mit diesem Ton. In Aquarell ist das so, je mehr Farbe wir nehmen, desto intensiver ist sozusagen unsere Farbe. Und je mehr Wasser wir nehmen, desto heller wird das. Ja, aber ihr seid schon vorgeschritten, er weiß das schon alles. Nun zeige ich nur ein bisschen so ein paar. Und diese Flügel, die bemale ich hier leicht mit auch blau-grün. Ich nehme die Farbe, wie ihr seht, so die Restfarben einfach von meiner Palette von gestern. Bei Aquarellfarbe ist das ganz schön praktisch. Wir sollten das nicht, Palette nicht abwaschen. Und das können wir den nächsten Tag auch benutzen. So, und das sind unsere, dann nehme ich da ein bisschen mehr Blau, damit so diese Zunge besser rauskommt. Wir machen rum hier rum ein bisschen dunkler. Und so kommt das Weiße raus. Und was noch wichtig ist bei Aquarellfarbe, grundsätzlich, wenn ihr richtig schöne aquarellige Bilder malen wollt, benutzen wir kein Weiß. Weiß bleibt einfach Papier. Und wir machen die, lassen dazwischen so ein bisschen weißen Stellen. Ja, Papier leuchtet von unten und so wird unsere Blüte sozusagen von innen leuchten, diese Lichter. Das ist so. Es gibt natürlich die Varianten, wo wir auch weiße Farbe benutzen, aber ich benutze das nie. Bei mir ist das sogar so gar nicht auf meine Palette. Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen spielen wollte und Mischtechnik machen wollte, dann könnte man natürlich auch weiße Farbe benutzen. Und hier haben wir gesagt, dass es dann hier sieht man das auch so ein bisschen. Die Orchidee hat auch noch eine so noch eine Zunge sozusagen oder eine naja, Knospe, die dann so hier ein bisschen dunkler ist und die hat so eine Form, das ist einfach so ein bisschen länglicher und die geht dann so in die Mitte und das ist so praktisch die Mitte von denen, die geht dann hinten auch da, mache ich da ein bisschen mit Braun hinter der Blüte. Und das ist praktisch so diese Zunge, dann zwei Blätter und dann von diesen Herzchen geht das praktisch so die andere Zunge, ja. Ja, und ihr könntet das bei eurer Blüte, wenn ihr zu Hause Orchideen hat oder schaut ihr mal beim Instagram oder bei Pinterest, da gibt es so schöne Bilder, wo man die Orchidee einfach so reinschauen kann, wie das Ganze aufgebaut ist, ja. Und wie gesagt, in Teil 1 habe ich das auch ein bisschen genau erklärt, wie man das zeichnet. Und so ist unsere Mitte fertig. Und ich merke, ich brauche noch ein bisschen Kontrasten, damit es noch ein bisschen rauskommt. Hier an die Schattenseite mache ich das auch so ein bisschen dunkler. Und hier dieses Anfang von der Spitze mache ich auch ein bisschen dunkler. Wenn das zu dunkel ist, das ist nicht so schlimm, kann man ein bisschen Wasser nehmen und etwas wegwischen, ja? Und jetzt mache ich sozusagen, bringe ich Farbe in die Blüte. Wir haben gesagt, Licht kommt von oben rechts. Das heißt, diese Seite von Blüte sozusagen, kann man sagen, die hat ein bisschen lichter, aber die Licht geht so durch. Das heißt, hier auf diesem Blatt kommt Licht und dann wird das die Spitze ein bisschen dunkler. Das ist praktisch so wie hier, ja. Zu der Mitte sozusagen hier ein bisschen dunkler, die Spitze ein bisschen dunkler, aber da kommt Licht. Und bei dem Blatt geht das auch so, je nachdem wie Blatt sich dreht, in diesem Moment wird das hier so ein bisschen Licht kommen, ja. Und diese zwei Blätter, die befinden sich so ein bisschen in die Schatten, weil sie sind versteckt von dieser Blüte. Und wir haben das gestern so gemischt, Kobaltblau mit ein wenig Englischrot. Dann entsteht so ein
schönes, so grau-blaues Ton, je nachdem, und das geht so ein bisschen in die Richtung Lila. Und das ist für die Schatten wunderbar. Ich nehme das für den hier, damit dieses Blatt noch besser rauskommt, nehme ich das so ein bisschen dunkler. Und da in die Mitte mache ich das auch mit diesem Ton. Ja. Und wie ihr seht, wenn ich Umgebung ein bisschen dunkler mache und wenn er merkt, nee, das war mir zu viel, wie gesagt, mit Spitze rausnehmen. Wenn ich Umgebung ein bisschen dunkler mache, dann hier in die Mitte auch ein bisschen Licht lassen, ein bisschen heller und nach außen auch ein bisschen heller. Und hier zu dieser Blüte, dann machen wir da auch noch ein bisschen dunkler. Und da gucken wir, wie in Aquarellfarbe arbeiten wir immer von hell zu dunkel, weil dunkler können wir immer machen, heller ist das so ein bisschen komplizierter. Und ich merke, hier kann ich auch gleich ein wenig meinen Blauton dazu machen. Und so kommt praktisch dieses Blatt besser zur Geltung, ja? Und natürlich, dieses Blatt liegt auch im Schatten und da können wir auch gleich unsere dunkleren Ton nehmen. Und ich sehe da, bei diesen Blättern sieht man das so ein bisschen, dass da auch diese gelb-grünliche Ton unten ist. Und das machen wir dann hier auch. Und da kommt das so ein bisschen, nehme ich noch ein bisschen mehr Gelb. Und dann Wasser und das leicht in die Form bringen, ja, so ganz leicht. Das ist ganz leichte Bewegungen und damit die Spitzen auch hier, so damit das Blatt besser rauskommt, da machen wir da auch leichte Schattierungen und natürlich hier unten brauchen wir auch noch leicht Schatten und so ist unsere sozusagen die dunkleren Stellen von der Blume fast fertig. Wir brauchen hier noch ein wenig Schatten. Wir können da jetzt mit dem bisschen blau-grün-braunen Ton arbeiten, damit diese Mitte von Orchidee ein bisschen auch rauskommt. Und ihr seht, obwohl wir eine weiße Orchidee haben, habe ich das verschiedene Farben sozusagen. Ich arbeite jetzt, male jetzt mit 5 Farben nur, aber er sieht, der Wirkung von Orchidee, ja, die bleibt dann weiß. Das ist sozusagen wichtig und es gibt natürlich, ich habe das jetzt so, kann man sagen, ein bisschen ungewöhnliche Orchidee genommen, weil meistens sind sie magenta, roséfarbige, aber wie gesagt, ich liebe weiße Blüten, deswegen hatte ich zu Hause nur weiß und ich dachte, ich mache das. Ich würde vielleicht auch mal eine Rosenorchidee zeigen, so traditionelle, vielleicht nur eine Blüte mit den Stiften für die Kinder. Könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr das sehen wollt. Sonst geht es bei mir ganz wichtig um die Prinzipien, wie fange ich an, wie male ich das und dann könnt ihr dann selber alles ausprobieren und alles selber machen. So, und hier nehme ich ein bisschen von blau-grün. Hier kommt Licht, wie ich gesagt habe, hier nur leichte Struktur von der Blatt und natürlich die Spitze sozusagen, denn Kante von der Blatt, das machen wir auch leicht. Damit diese Transparenz bleibt, dann arbeiten wir wirklich nur mit minimaler Farbenauswahl. Und die Orchidee hat hier drin so ganz tolle Struktur. Bei den Lichtern sieht man das. Und wie gesagt, wenn das eine lilane Orchidee ist oder rosene, dann sieht man diese Linien noch mehr. Und da könnte man auch noch mehr Spielraum haben. Aber das würde dann für diese Blüte ausreichen. Und ich merke jetzt hier, der Licht kommt da, das ist hier so ein bisschen, da sollte ein bisschen heller sein und hier ein wenig dunkler, sonst dreht sich die Blüte nicht so gut. Ja, weil die Malerei, die besteht aus Kontrasten, egal ob wir mit Aquarell machen, malen, mit Acryl malen oder mit Öl.
wenn es um akademisches Malen handelt, ist es immer Licht und Schatten. Und da muss man gucken, von welcher Seite kommt Licht, von welcher Seite kommt Schatten. Und dann sozusagen so arbeiten, damit die Lichtquelle nur von einer Seite kommt, dann ist das wirklich das, was wir erreichen wollen. Ja? Und hier merke ich, dass diese Seite vom Blatt, da kommt Licht auch so ein bisschen durch. Hier sollte auch ein bisschen heller werden. Wie mache ich das? Ich nehme ein bisschen Wasser und ich gehe mit Spitze so ein bisschen rein. Und wie ihr seht, dann kann ich ein paar Stellen auch ein wenig heller machen. Das reicht hier, mehr braucht das nicht. Und hier würde ich das auch ein bisschen verteilen. Und so sieht er, so kann ich gezielt auch noch weiterarbeiten, noch ein bisschen genauer die Blume machen und so weiter. Jetzt gehen wir zu der nächsten Blume, zu unserem sozusagen größten Blume. Und das ist hier die Perspektive, dass die Mitte wirklich auf uns guckt. Und da sind so diese mittleren Blätter. Hoppala. So, mache ich das so, nehme ich hier braun, das ist Umbra Natur, die geht so ein bisschen ins Grünliche, mische ich das mit Englisch Rot zusammen und da gehe ich auch in untere Teil und da kommt diese bisschen rotliche gestreifte, links sehe ich das und dann wieder hier so dieses Herzchen. Das ist so, sieht so wie Herzchen aus. Die Natur macht ab und zu sehr interessante Muster. Und das liebe ich auch sehr. Wie gesagt, deswegen male ich auch alle Blüten von der Natur. Da könnte man wirklich alle Details ganz schön sehen. Und hier, damit diese Zunge rauskommt, das ist dann hier links und rechts, da kann ich das hier auch gleich ein bisschen dunkler machen. Ich kann das auch da gehen, so. Und hier dieses Blatt auch ein bisschen mit diesem Englischrot. Dann wasche ich meine Pinsel und dann sehe ich, da kommt so ein bisschen wieder ein wenig von diesem gelben Ton. Und das finde ich echt schön. So. Und wir haben links und rechts diese Flügelchen gezeichnet. Die bemalen wir auch genau wie da mit diesem grünlichen Ton. Und hier diese Herzchen, dann nehmen wir ein bisschen Wasser und machen da auch ein paar Linien. Das geht so. Jetzt nehme ich auch noch ein bisschen Blau. Ja, Blau schaut ein bisschen tiefer. Das ist da ein bisschen dunkler. Und nach oben gehen diese Flügelchen, die werden hier, dann nehme ich ein bisschen Blau, die werden transparenter und sie liegen in Schatten. Licht kommt von da, die beiden liegen in Schatten. Und die Zunge hier in diesem Fall, die bleibt weiß. Ja, und diese zwei Blätter unten, die kriegen auch diesen Ton, das ist dieses gelb-grünliche. Ganz leichte. Der Ton kommt da aus der Mitte. Geht nach unten und wie ihr seht, ich nehme wirklich ganz minimal von der Farbe, das ist wenig, wirklich, das ist wirklich ganz, ganz wenig. Ja, das reicht, weil wie gesagt, wir arbeiten mit weißer Farbe und ich setze, das ist so eine weiße Orchideen und sie sollten diese transparente, diese leichte weiße Ton auch haben. Und da, wo ich möchte, dass das die Zunge so ein bisschen rauskommt, dann nehme ich wieder für Kontrast ein bisschen Blau und ich mache da ein wenig Blau. So. Und dann die Pinsel wieder abwaschen, ein bisschen abtrocknen und nach unten ziehen, verlaufen lassen. Ja, und so arbeiten wir dann mit Kontrasten. Und jetzt gehen wir nach oben. Und hier ist das sehr interessant, das ist eigentlich hier auch zu sehen, da komme ich da auch nochmal zurück, das ist so dieses Blatt, der liegt so oben drauf, das haben wir auch gezeichnet, so, und hier liegt er auch so oben drauf,
Und dann, wenn wir das so leicht mit Wasser verwischen, dann sehen wir, dass da hier ist diese Ecke da, wo der Blatt oben drauf liegt, die ist ein bisschen dunkler. Ja, und das ist auch so typisch, hier machen wir das auch ein wenig mit Grau, dass da unten dieses Blatt, ja, das ist so diese typische Schattierung, kann man sagen, wenn ein Blatt auf den anderen liegt, und das macht auch so ein bisschen Struktur von Orchidee. Hier sieht man das noch mal extremer, zeige ich auch noch mal, das sind diese drei, das ist sozusagen, dieses Blatt geht weiter so, ja, und der liegt so oben drauf. Und dazwischen entsteht diese leichte Schattierung. Dann nach oben gehen wir nur leicht mit der Farbe und vermischen wir das so. Und auf andere Seite genau das Gleiche. So. Ja. Nehme ich jetzt ein wenig von rotlichen Ton für die Spitzen da. Weil, wie gesagt, da kommt Licht, dann darf ich da nicht zu viel Farbe nehmen. Aber ein bisschen ist das schon wichtig, damit die Blüte auch Form kriegt. Da gehe ich auf die Spitze dann so leicht mit der Farbe. Und wie ihr seht, dann langsam, aber sicher haben wir schon unseres Bild. So gut fertig, meine Lieben. Und da fehlen noch hier ein paar Kontraste. Da gehe ich auch zu dem Blatt. Hier mache ich so diese Struktur. Das ist diese mittlere Linie, die ganz wichtig ist in vielen Blüten. Und ganz feine Striche rein in die Form. Einfach mit Wasser leicht ziehen. Und ja, wir arbeiten sozusagen, wenn er selber das malt, wie gesagt, das ist, und Connection zu den Blumen schafft, das ist einfach ein bezauberndes Gefühl. Ich liebe das sehr, die Blumen zu malen. Das ist echt schön. So, zack, zack, zack. So geht's weiter. Und auf andere Seite machen wir das auch. Und diese Schatten, ja, das ist hier noch spannender. Schaut einmal, das ist dieses Blatt, der liegt unten, ja. Und dieses Blatt, der große, der liegt oben. Und hier haben wir auch dieses Überlappung sozusagen von zwei Blättern. Und dann ist das so gleiche Schatten, wenn das von hinten Licht kommt. Das ist auch super schön zu sehen. Hier gehen wir zu den Rändern. Und ich habe mir jetzt überlegt, das ist jetzt spontane Überlegung. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte oder nicht. Weil wenn wir das zum Beispiel hier dunkler machen, da kommt unsere Blume noch besser raus. Ich mache das, weil dann haben wir ein bisschen Schatten im Bild. Und ich zeige euch nur eine kleine Stelle, das könnte man, diese Effekte könnte man das auch benutzen, damit die Blüte noch mehr rauskommt. Aber bevor ich das mache, zeichne ich noch diese mittlere Teil von der Blüte. Das ist dann hier so dieses Stäbchen praktisch, der da rauskommt. Das ist oben, das ist ein bisschen dunkler. Und nach außen, nach unten geht das und wird ein bisschen schmaler. Praktisch. Und damit diese beiden Zungen, die Orchidee hat, noch besser rauskommen, arbeite ich da auch ein bisschen mit Kontrasten. Ich nehme so Blau und umrande das wirklich mit Blau, ein bisschen mit Englisch Rot. Und dann lasse ich das einfach gemeinsam sozusagen von diesem Rand nach außen fließen. So schaffe ich leichte Schattierungen.
Ja, und so kommt das besser zur Geltung, so besser raus. Hier brauche ich noch ein bisschen Kontrast. Ja, und wie ihr seht, da könnte man immer wieder noch ein bisschen da oder ein bisschen da noch dazugeben. Und so bin ich jetzt mit meinen Orchideen richtig zufrieden. Und ich zeige noch dieses Trick. Wie gesagt, hier ist mir von oben, habe ich das ein bisschen geguckt. Das ist mir hier ein bisschen zu blau. Das mache ich hier ein bisschen weg. So. Und dann würde ich hier mit einem hellblauen Ton, denke ich mir, ich nehme dafür so ein Ultramarinblau. Der würde hier am besten passen. Und ich gehe einfach mit Ultramarinblau hier unten, nach unten noch mehr verwischen. Nach oben kann ich das auch ein bisschen hell machen. Wie gesagt, das ist die Aquarellfarbe. Wir können das alles fließen lassen. Das habe ich gestern schon so ein bisschen gezeigt. Ja, so, der Himmel. Und dann mache ich da auch, ich liebe Ultramarinfarbe, weil das ist nicht so sehr, bei Aquarell, das ist auch interessant, bei Aquarell liebe ich das wirklich und bei Acryl nicht so, weil wenn diese Farbe, in Aquarell mische ich die Farben sozusagen auf dem Papier und in Acryl ganz oft, dass ich das auf Palette mische. Und dann, wenn Ultramarin mit anderen Farben in Verbindung kommt, dann entsteht es so, naja, gefühlt für mich so wie leichtes Schmutz, ja. Und das mag ich nicht so. So oben lasse ich das wirklich weiß. Ich würde das auch hier ein bisschen intensiver machen. Und dann könnt ihr sehen, dass es jetzt hier bei Hintergrund mache ich so ein bisschen nass. Ich nehme das jetzt noch ein bisschen mehr und hier mache ich das, schaut mal, da sind diese Effekte, was ich in Aquarell liebe und nicht nur ich, sondern tausend andere Leute, die in Aquarell malen. Das ist das, was Aquarell auch ausmacht. Und wenn er merkt, nee, das war mir zu viel, kann man da so ein bisschen raustupfen und die Farbe kann auch weiter fließen. Weil da habe ich das so ein bisschen euch diese Intensität der Farbe ein bisschen gezeigt. Ja, aber ihr seht, dann wenn ich sage, nee, das war mir hier doch zu viel, kann ich das ein wenig abtupfen. Und hier nach unten wollte ich den Ton einfach weiterziehen. So. Und hier unten ein bisschen mit diesem Englisch Rot da arbeiten, weil ich habe da unten die, das Blatt ist blau. Und so können wir, man sozusagen am Hintergrund auch ein bisschen experimentieren. Es muss nicht unbedingt eine Farbe durchgehend überall gehen. So könnte man auch andere Farben benutzen. Hier, damit die Spitze kommt, können wir auch ein bisschen Ultramarin dazu nehmen. Und so haben wir die Schatten betont. Da machen wir nichts. Und schaut mal, ich mache nur Wasser, 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 Wasser. Und jetzt nehme ich wieder ein bisschen mein leuchtender Blau Farben. Oh, jetzt habe ich keine zweite Pinsel da, aber ich mache mit Finger. Ja, und dann mache ich einfach ein paar Kleckse da rein und ihr werdet sehen, da wo nass ist, springen sie ein bisschen anderes. Und so könnte man diese Effekte, so sieht ihr, das so ein bisschen andere Kleckse dann dazu machen. Und ich würde sagen, jetzt ist, da kann ich da auch ein paar machen. So, jetzt ist mein Bild fertig. Da fehlt natürlich eine Unterschrift. Jeder unterschreibt selbst, wie er das wollte. Und ich wünsche euch einen schönen, fantastischen Tag. Und ich habe das wieder von oben geguckt. Ja, und ich würde das da auch leichte blaue Ton auch dazu geben. Das ist so, weil wie gesagt, meine Orchidee steht meistens an der Fensterbank. Und dann sehe ich den Himmel. Und das möchte ich jetzt hier auch ein bisschen mit dem blauen Ton auch da arbeiten. Nicht so viel, nur minimal. Weil das finde ich hier das Paradebeispiel, dass hier blau und dann habe ich ein bisschen mit Rot gemacht und da ist ein bisschen Rot. Und dann habe ich der Hintergrund ein bisschen mit Blau gemacht. Und das
Das ist so ein Spiel zwischen warm und kalt. Und dann können wir das jetzt hier einfach verteilen. Das ist auch immer sehr schön zu sehen, wie die Farbe sozusagen springt in allen Richtungen. So, dass man nicht unbedingt alles einmalen sollte, sondern es reicht ab und zu nur ein paar Stellen und das Bild fängt ganz anders zu wirken. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das gemalt habt. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch meine Video gefallen hat, dann abonnieren Sie mich beim YouTube-Kanal. Folgen Sie mich bei dem Instagram und Facebook Dara Kunstschule. Ich freue mich auf eure Bilder, auf eure Fragen und bis zum nächsten Mal. Eure Dara.